Durch die komme ich ja gar nicht durch. Das war ja die Geschichte. Dann mache ich das hier jetzt mal aus Neugier. Und sag dann hier, grab dich mal darüber. Ich schätze, die werden hier nicht durchkommen. Das wird hier auch. Genau. Genau, das hatte ich vermutet. Ja, das war ein bisschen zu. Aber wie kriege ich die da unten dann da raus? Okay, blöde Idee. Wie gesagt, es geht mir wieder erstmal nicht darum. Ich weiß, die Pinguine hier oben sterben jetzt alle. Es geht mir wieder mal nicht primär darum. Diese Karte zu bewältigen, sondern erstmal nur meine Gedanken auszuprobieren. Die sich mir gerade so aufdrängen. Naja, das war fast ein bisschen zu viel. Das war zu viel. Nicht fast, das war zu viel. Und ich muss das viel steiler machen hier an dieser Stelle, damit die Pinguine da auch wirklich hochlaufen. Genau. Das war dann nämlich diese Geschichte. Das heißt, hier kann ich eigentlich noch ein bisschen. Hier rüber. Wieder runter. Wieder rüber. Wieder runter. Wieder rüber. Wieder runter. Wieder rüber. Wieder runter. Wieder rüber. So, das war jetzt etwas verkehrt. Dann grabe ich mich hier nochmal rüber. Geht's hier wieder runter. Geht's hier wieder rüber. Geht's hier wieder runter. Geht es hier wieder rüber. Geht's hier wieder runter. Geht's hier wieder rüber. Geht's hier wieder runter. Geht's hier wieder rüber. Geht's hier wieder runter? Geht's hier wieder rüber? Geht's hier? Ja, dann nicht so. Hier wieder runter. Ja, und das war jetzt natürlich ganz fatal. Da habe ich den falschen Pinguin erwischt. Und damit habe ich diesen ganzen Spaß kaputt gemacht. Aber prinzipiell funktioniert das.
Und dann würde er bloß hier oben eben nach da drüben graben und die Pinguine würden sich eben hier irgendwo durchgraben. Zum Beispiel so oder so. Und dann hätten wir quasi diese Geschichte auch. Und die einen kann man ja von da oben dann quasi hier rüberholen. Zum Beispiel so. Wobei das jetzt zu viel war. Denn diese Höhe überleben sie nicht. Ja, doch, gerade so. Würden dann hier so lang laufen und dann hätte man diese Geschichte erledigt und mit diesem Pinguin könnte man ja dann im Prinzip im Grunde genau das gleiche machen. Könnte ihnen sagen, hier, grab dich rein. Ah, Lochgräber, wo bist du? Sei hier ein Tunnelbauer. Fall hier runter. Und dann haben wir hier oben zwei Pinguine eingesperrt. Das ist nicht so ganz toll. Aber prinzipiell wäre es genau diese Geschichte. Müsste man eben einen Ticken später machen und dann sollte das eigentlich auch gehen. So. Das Einzige, was jetzt wirklich vorab gemacht werden muss, ist hier eben zeitkritisch zu entscheiden, du gräbst dich jetzt hier runter. Du gräbst dich jetzt darüber. Und dann habe ich diese Pinguine schon mal gerettet. So, du fängst dann an, dich hier hochzugraben. Und dann können wir hier das Spielchen beginnen. Runtergraben. Rüber. Noch ein Stück. Geht's hier wieder runter ein bisschen. Geht's hier wieder rüber ein bisschen. Geht's hier wieder runter ein bisschen. Geht's hier wieder rüber ein bisschen. Geht's hier wieder runter ein bisschen. Geht's hier wieder rüber ein bisschen. Geht's hier wieder runter ein bisschen. Geht's hier wieder rüber ein bisschen. Geht's hier wieder runter ein bisschen. Geht's hier wieder rüber ein bisschen. Ich war gerade schockiert und habe mich gefragt, ob ich hier überhaupt durchkomme, aber ich glaube, das ist kein Thema. Warte mal, doch, das könnte ein Thema sein. Muss ich dann feststellen, dann müsste ich quasi hier, da falle ich aber auch ins Loch. Also das darf kein Thema sein. Werden wir gleich sehen. Noch ein Stück. Runter ein bisschen. Rüber ein bisschen. Keine Angst haben. Lieber ein bisschen zu weit runter als ein bisschen zu weit rüber. Korrigieren kann ich das später immer noch. Die Höhe später zu überwinden wird schwieriger. Genau. So. Zack. Und noch ein Stück. Und zack. Und noch ein Stück. Zack. Und noch ein Stück. Und dann geht's hier eigentlich wieder runter. Hier geht's wieder ein Stück rüber. Hier geht's ein Stück runter. Hier geht's ein Stück rüber.
Hier geht es ein Stück runter. Hier geht es ein Stück rüber. Hier geht es ein Stück runter. Hier geht es ein Stück rüber. Ah, das war dämlich. Ja, das war zu mutig. Da habe ich das Eck vergessen. Da habe ich vergessen, dass es hier dieses Eck gibt. So, was ich jetzt natürlich noch ausprobieren möchte, ist, komme ich hier durch? Ja, da komme ich durch. Das wäre überhaupt kein Problem. Damit könnte ich an dieser Stelle sagen, ich sammle euch ein. An dieser Stelle könnte ich sagen, ich sammle euch ein. An dieser Stelle könnte ich sagen, ich sammle euch ein. An dieser Stelle könnte ich sagen, ich sammle euch ein. Und an dieser Stelle könnte ich sagen, ich sammle euch ein. Und dann könnte ich hier sagen, alles ist gut. Und dann würde ich alle Pinguine hier schön reinkriegen. Und hätte quasi alle meine Probleme gelöst. Wenn ich hier dieses blöde Eck nicht übersehen würde. So, deswegen machen wir diesen ganzen Spaß nochmal. Wie gesagt, was wichtig ist für den Anfang, ist eben, dass ich hier einen Lochgräber mache, um da keine Pinguine zu verlieren und mich dann hier reingrab. Das reicht schon. Und dann kann ich mich wieder dieser tollen Aufgabe widmen. In welcher ich dann eben versuche, die Höhe zu überwinden. Ja, ich denke, ihr habt es gesehen, wie das jetzt läuft. So wird es jetzt eben laufen. So, dann mache ich doch hier mal ein Stück. Das ist okay, dann mache ich hier noch ein Stück. Das ist auch okay. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2. Ja, so, ich muss jetzt halt aufpassen, dass ich hier an dem Eck es nicht so wirklich übertreibe. Na, noch ein bisschen. Weil ich ja hier quasi diese Kurve überwinden muss. So. Na komm schon. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Ja, da warte ich noch einen Augenblick. Denn ich möchte ja nicht, dass es fehlschlägt dieses Mal. Lieber ein bisschen vorsichtiger und dafür dann vielleicht beim nächsten Mal mit Erfolg, statt dieses Mal. Ja, puh. Ich dachte, da könnte ich noch was retten, aber jetzt ist es definitiv hinüber. Diese Karte ist quasi sehr, 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 sehr trickreich. Nicht, weil sie kompliziert ist, weil sie eine große Idee erfordert, sondern weil sie halt eine Herausforderung in der Realisierung ist.